Das hat natürlich ein großes Potenzial, eine bahnbrechende Entdeckung von Yamanaka, dass man Körperzellen wieder zu Stammzellen umprogrammieren kann und dabei offenbar auch das biologische Alter dieser Zellen wieder resetten kann. Ja, und damit kann man ja tolle Sachen machen. Also man könnte ja heilen in vielerlei Hinsicht mit solchen Stammzellen, die man aus Hautzellen gewinnt. Genau, das ist das Faszinierende daran. Und das ist schon Realität. Willkommen bei Stay Young. Ich möchte euch heute eine der, ich sag mal, heißesten Verjüngungstherapien vorstellen, die derzeit auf diesem Globus erforscht wird. Die epigenetische Reprogrammierung, die epigenetische Uhr, die unser wahres, unser biologisches Alter messen kann, die habe ich ja bei Stay Young im Podcast schon vorgestellt, erklärt auch bewertet mit einem Top-Experten, Genetiker, Altersforscher, international renommiert. Mit ihm wage ich es nun, noch weiter einzutauchen in das Feld der Forschung, auf dem sich etliche Firmen und Startups einen Wettlauf liefern, rund um die Welt, mit der Erforschung der epigenetischen Reprogrammierung. Wird das vielleicht die beste, erfolgreichste Verjüngungstherapie der Zukunft? Ein gigantisches Geschäft, ein Billionenseller. Ich darf dazu also erneut den Direktor des Instituts für Genomstabilität bei Alterung und Erkrankung am CKAD-Forschungszentrum der Uni Köln befragen. Professor Björn Schumacher, willkommen bei Stay Young. Hallo. Hallo, schön wieder dabei zu sein. Danke dir sehr. Jetzt erstmal zum Start gleich deine Einschätzung. Kann die ganz brav formuliert partielle epigenetische Reprogrammierung das Billionengeschäft werden, von dem viele der Gründer träumen? Also das hat natürlich ein großes Potenzial, eine bahnbrechende Entdeckung von Yamanaka, dass man Körperzellen wieder zu Stammzellen umprogrammieren kann und dabei offenbar auch das biologische Alter dieser Zellen wieder resetten kann. Also wirklich ein bahnbrechender Erfolg in der Forschung. Und es wird in der Tat auch schon klinisch angewandt, diese Reprogrammierung. Und das hat ein ganz großes Versprechen. Und jetzt ist interessant zu sehen, wie man dieses partielle Reprogrammierung, also ohne dann wieder durch die Stammzellen zu gehen, welche Auswirkungen das hat, welches therapeutisches Potenzial da schlummern kann. Das klingt ja ein bisschen spooky, ne? Dass man die eigenen Körperzellen zu embryonalen Stammzellen wieder zurückprogrammieren kann. Fragt man sich, oh Gott, was passiert denn da in meinem Körper? Und das ist auch, oh Gott, wenn das passiert, nämlich tödlich. Deshalb sollten wir unbedingt erstmal erklären, Yamanaka-Faktoren. Der japanische Forscher hat ja dafür sogar den Nobelpreis für Physiologie und Medizin bekommen. Was sind diese Yamanaka-Faktoren? Sind die in unserer embryonalen Entwicklung selbst aktiv? Sind die in unserem Genom, also in unserer DNA, als Embryo schon eben drin und aktiv und werden dann abgeschaltet? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, genau so ist es. Also in unserer frühen embryonalen Entwicklung werden diese Yamanaka-Faktoren, das sind vier sogenannte Transkriptionsfaktoren, das heißt, die kontrollieren, Gene anzuschalten und abzuschalten. Das nennt man Transkriptionsfaktoren. Und das sind diese vier Gene, kurz OSKM, für die ersten Buchstaben dieser Gene. Und was die machen, ist, die treiben die Teilung von Zellen voran. Und bei dieser Teilung muss ja auch vieles erneuert werden in den Zellen. Das ist ein ganz normaler Prozess, der schon sehr früh in der embryonalen Entwicklung bei uns losgeht. Wir müssen uns selber vergegenwärtigen. Wir waren ursprünglich eine einzige Zelle, die Zygote, ja, die befruchtete Eizelle. Das waren wir alles früher mal. Und da muss es natürlich eine ganze Menge Zellteilung geben, damit wir wirklich uns entwickeln können zu einem ganzen Menschen. Und das machen diese Faktoren ganz normal. Sie haben Funktionen bei der Stammzellherstellung und werden dann eben bei spezialisierten Zellen, die spezialisierte Aufgaben haben und sich nicht mehr teilen, dann natürlich vollkommen abgeschaltet, weil sie ja gar nicht notwendig sind. Und das, was so spooky ist daran, ist, dass natürlich alles, was zur Zellteilung beisteuert, auch gern von Krebszellen genutzt wird. Und das ist immer so das Risiko, was man sich natürlich immer so im Hinterkopf behalten muss.
Ich habe versucht, mir klarzumachen, wie diese Yamanaka-Faktoren funktionieren, indem ich mir etwas plump die Vokabel Schrubben angewandt habe, nämlich, dass diese Faktoren die epigenetischen Muster auf unserer DNA, die wir ja schon kennengelernt haben, die wir messen können mit der epigenetischen Uhr, die bestimmen, was abgelesen wird aus der DNA und was nicht. Also, dass diese epigenetischen Stoppschilder, dass die geschrubbt werden von den Yamanaka-Faktoren, also zurückgesetzt werden sozusagen auf Null, um dann mit dieser Eizelle, der befruchteten Eizelle, wieder neu starten zu können. Ich hoffe, das Bild ist nicht zu schief. Und wenn nicht dann diese Faktoren später produzieren lasse, die ja eigentlich gar nicht produziert werden in der Zelle, wenn ich die dann dazugebe zu einer erwachsenen, ausgebildeten Zelle, dann schrubben die auch wieder. Und dann setzen die auch wieder diese Stoppschilder in Richtung Null zurück. Ist das Bild zu plump? Ja, im Prinzip kann man es so ausdrücken. Also es ist ja dadurch, dass diese Yamanaka-Faktoren die Zelle reprogrammieren sie eigentlich die Nutzung der Gene. Die Gene sind ja immer die gleichen, aber wie sie genutzt werden, darauf kommt es an. Und eine Stammzelle nutzt ein ganz anderes Repertoire der Gene als eine differenzierte Zelle. Und deswegen müssen diese Yamanaka-Faktoren auch dazu führen, das machen sie nicht direkt unmittelbar selbst, das ist so eine ganze Kette von Ereignissen, die sie anschmeißen, die sie triggern. Und da kommt es eben auch dazu, dass diese ganzen epigenetischen Marks, diese Stoppschilder, die so darüber entscheiden, wie aktiv ein Gen sein kann, dass die wieder resettet werden zu einem Status, den eine Stammzelle eben hat. Und das ist eben so einer der Effekte davon, die man jetzt gerne auch gerade aktuell versucht, auf spezialisierte Zellen direkt anzuwenden. Und da muss man jetzt schauen, wie gut das funktioniert. Das ist noch nicht ganz raus, aber was schon heute funktioniert, ist, dass man Stammzellen herstellt und aus den Stammzellen wieder neue, funktionierende, spezialisierte Zellen macht. Ja, also lass uns kurz dabei bleiben. Das sind ja die sogenannten iPSC-Zellen. Also man nimmt zum Beispiel Hautzellen, deine Hautzellen, tut die in eine Petrischale, dann gibt man diese Yamanaka-Faktoren dazu. Irgendwie müssen die dann in die Zellen hineinkommen. Und dann, wenn man das lang genug macht, über 14 Tage, 3 Wochen, dann werden daraus embryonale Stammzellen. Aber die sind nicht ganz identisch mit den eigenen embryonalen Stammzellen, die sind ein klein bisschen anders und deshalb ein bisschen gefährlich. Vielleicht kannst du das erklären. Ja, also man spricht hier von induzierten pluripotenten Stammzellen. So ist das ganze Wort davon. Also nicht wirklich embryonale Zellen, weil embryonale Zellen gibt es nur im Embryo, sondern es sind diese kurz iPSCs, also die induzierten pluripotenten Stammzellen. Was heißt das? Das heißt induziert, sie sind eben durch diese Yamanaka-Faktoren erschaffen. Deswegen sagt man induziert, pluripotent, pluri heißt viel und potent, was sie als Möglichkeit haben. Das heißt, sie können viele verschiedene Zellarten bilden. Sie sind nicht omnipotent, sie können nicht absolut alles machen, aber sie können sehr viele verschiedene Zelltypen bilden. Und deswegen spricht man von diesen induzierten pluripotenten Stammzellen. Also sie können eine ganze Menge. Und was man da eben dann in der Petrischale macht, kann man die eben auch sehr gut kontrollieren. Das heißt, man kann die charakterisieren. Es sind auch nicht alle von diesen Hautzellen, sondern ganz, ganz wenige nur, die sich reprogrammieren. Die anderen tun gar nichts mehr. Und diese wenigen wachsen dann aber so schnell heran, dass man eine ganze Menge von diesen Zellen in der Petrischale züchten kann. Ja, und damit kann man ja tolle Sachen machen, wenn man nicht Krebsgewebe dabei hat. Also man könnte ja heilen in vielerlei Hinsicht mit solchen Stammzellen, die man aus Hautzellen gewinnt, weil die sich ja wieder in alle Gewebe des eigenen Körpers entwickeln können und nicht abgestoßen werden, weil es die eigenen Zellen sind. Genau, das ist das Faszinierende daran. Und das wird in der Tat, das ist schon Realität. Das ist schon heute in klinischen Studien, wird zum Beispiel bei Parkinson genau dieses Verfahren eingesetzt. Es ist eben so sicher, weil es so kontrollierbar auch ist, wenn man es eben außerhalb des Körpers tut. Das heißt, was da gemacht wird, man nimmt Zellen aus der eigenen Haut, dann
durch diese Yamanaka-Faktoren reprogrammiert man die Zellen in diese pluripotenten Stammzellen. Und aus denen kann man dann durch Zugabe von bestimmten Faktoren im Medium, also in der Kultur dieser Petrischale, kann man dann diese Stammzellen in dopaminerge Nervenzellen ausdifferenzieren. Und diese dopaminproduzierenden Nervenzellen sind genau die, die beim Parkinson absterben. Und die will man ja wieder ersetzen. Und genau das kann man dann machen, wenn man eben in der Kultur außerhalb des Körpers genau überprüfen kann, wie viele und man von diesen Nervenzellen, die ja ausdifferenziert sind, das heißt, die teilen sich gar nicht mehr. Da muss man sehr, sehr viele davon herstellen. Deswegen ist das Verfahren auch noch relativ aufwendig. Und dann kann man diese Zellen, diese Nervenzellen, die ganz spezialisierte Nervenzellen sind, wieder in das Gehirn des Parkinson-Patienten einbringen. Und da können sie dann wieder Funktionen durchaus wiederherstellen und können den Parkinson zumindest verlangsamen. Das ist ja derzeit der Stand von Parkinson. Wir wollen das ja verlangsamen zunächst. Von der Umkehr, das möchten wir natürlich in der Zukunft, aber es ist schon sehr, 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 sehr viel damit getan, dass man das Fortschreiten der Krankheit aufhält. Und das kann man dadurch, dass man diese Zellen dann wieder in das Gehirn einpflanzt. Wow, man muss dann, wie heißt das, das ist eine ganz spezielle Zone, Nigra. Diese muss man das dann einspritzen durch die Schädeldecke? Ja, das ist durchaus ein Verfahren, das man derzeit nutzt. Also das ist schon in klinischen Studien hat durchaus schon sehr positive Effekte ergeben. Also das ist sicherlich jetzt der erste Schritt davon. Es ist noch ein sehr aufwendiges Verfahren, aber das ist wirklich Pionierleistung, die aber jetzt schon bei Patienten ankommt. Unglaublich. Es sind ja 4 Yamanaka-Faktoren und einer der 4 steht ja besonders im Verdacht, dass er zu Krebszellenentwicklung führen kann. Sie haben die alle 4 Yamanaka-Faktoren auch für diesen Parkinson, für diese Parkinson-Studie genutzt? Oder viele sagen ja, die 3 reichen ja auch und man nimmt das gefährliche Teil raus. Ja, hier vor allen Dingen, wohin man zu übergeht, ist, dass man sie nur vorübergehend einbringt und vorübergehend aktiviert und dadurch sie einfach wieder ausschaltet, wenn die Zellen differenziert sind. Und dadurch kann man dieses Verfahren sehr viel, natürlich sehr viel sicherer machen. Aber man braucht eben auch eine hohe Effizienz, weil sich eben zeigt, dass wirklich nur eine von 1 Million Zellen sich reprogrammieren lässt. Dann kann man sie aufwachsen lassen, aber man braucht dann wiederum für die Differenzierung, das ist wirklich ein relativ komplexes Verfahren, für die Herstellung von den Stammzellen zu den spezialisierten Nervenzellen, da braucht man dann auch eine relativ hohe Menge, damit man genügend wieder einbringen kann in das Gehirn. Also deswegen ist es da immer, was ist das effizientere Verfahren? Das hat man auch nicht über Nacht etabliert, dieses Verfahren. Das sind wirklich 20 Jahre von intensiver Forschung, die da reingegangen sind, damit man wirklich ein Verfahren hat, was man klinisch anwenden kann. Also das geht alles nicht so schnell, denn diese Verfahren natürlich, genau wie du sagst, es muss natürlich sehr sicher sein. Ja? Also man muss absolut ausschließen können, dass es da irgendwo ein Krebsrisiko geben könnte. Hier vor allen Dingen ist die Sicherheit gegeben dadurch, dass es Nervenzellen sind, die komplett ausdifferenziert sind. Das heißt, hier besteht auch keine Zellteilungsaktivität mehr. Und in der Tat, man geht jetzt dazu über, zu sehen, kann man auch ohne diesen M-Faktor, MYC heißt das Gen, ist ein sehr prominentes Onkogen, also ein Gen, was zu Krebs beiträgt, dass man das ganz weglässt daraus, um das Verfahren dann noch sicherer zu machen. Und das ist ja jetzt tatsächlich ein sehr international intensiv beforschtes Gebiet, diese iPSC-Zellen, die Stammzellen. Und vielleicht ist es nochmal spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu erfahren, in welchen Bereichen könnten die denn noch angewandt werden, um zu heilen, aber auch für vielleicht sogar Healthy Longevity.
Wir sind ja jetzt immer noch außerhalb des Körpers. Ne? Wir haben jetzt noch, nachher gehen wir noch, gucken wir mal, wie kann man mit einer partiellen Reprogrammierung den ganzen Körper eventuell reprogrammieren. Aber jetzt erst noch mal diese iPSC-Zellen. Ja, also das erste Verfahren, wie gesagt, ist die Parkinson, einfach weil man da einen ganz besonderen, ausdifferenzierten Zelltyp hat, einen ganz klar definierten auch, wo es das erste große Potenzial der klinischen Anwendung gibt. Was jetzt auch in der klinischen Erforschung ist, ist, dass man die Beta-Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse wiederherstellt dadurch, die dann Insulin wieder produzieren können. Das heißt, das ist eine Anwendung für Diabetes, versucht man gerade auch zu etablieren. Das ist so das Nächste. Es ist im Prinzip dann immer, und die nächsten Schritte werden natürlich sein, Zelltypen, die man ersetzen kann, die man wieder einbringen kann von außen, damit man außerhalb des Körpers das sichere Verfahren zur Reprogrammierung durchführen kann, einen klar definierten Zelltyp, der auch sich nicht mehr teilt. Das heißt, vor allen Dingen die ausdifferenzierten Zellen sind hier erstmal therapeutisch das Ausschlaggebende. Das sind ja die, die auch gerade, wenn wir über Demenz reden, Neurodegeneration, da sind es ja wirklich die ausdifferenzierten Zellen, Zellen, die unser ganzes Leben lang durchhalten müssen, die in unserer Embryonalentwicklung manchmal gebildet worden und unsere ganzen Jahrzehnte hinüber immer wieder erhalten werden müssen, die nicht niemals ersetzt werden, genau solche Zellen zu ersetzen, das ist, glaube ich, jetzt das erste Ziel dieser Reprogrammierung therapeutisch, wo es immer weitere Anwendungen natürlich geben wird. Und ich finde es auch wahnsinnig faszinierend, dass diese erstmal Reprogrammierung funktioniert, das Schrubben sozusagen der DNA und Zurücksetzen einer Hautzelle auf eine Stammzelle und dann die wieder, diese Stammzelle dazu anzuregen, genau dieser Zelltyp zu werden. Das ist ja nochmal eine Wissenschaft für sich. Gilt das nicht auch für Immunzellen? Weil unser Immunsystem altert ja auch, weil zum Beispiel die T-Zellen ja auch alt werden und nicht mehr im guten Sinne ersetzt werden. Arbeitet man auch daran, das Immunsystem zu verjüngen? Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Wie können wir unser Immunsystem verjüngen? Also T-Zellen reifen ja auch. Sie brauchen auch den Thymus zum Reifen. Der Thymus ist eines der ersten Organe, die degenerieren in unserem Körper, schon sehr früh im Erwachsenenalter sogar schon. Und da ist natürlich dieser ganze Reifungsprozess involviert. Da sind es viele, viele Schritte von der Stammzelle, der ursprünglichen Stammzelle im Knochenmark, die an Funktion verliert, die vor allen Dingen die Funktion verliert, alle diese verschiedenen Immunzellen, die wir haben, zu bilden. Dieses Potenzial nimmt ab. Das nimmt ab aufgrund von der mangelnden Funktion der Stammzelle selbst, aber auch die Nische drumherum, das Knochenmark, verändert sich. Die ganzen Faktoren, die so eine Stammzelle instruieren, die verändern sich. Also es ist eine sehr komplexe Biologie dahinter. Wobei auf der anderen Seite man natürlich die Stammzellen auch entnehmen kann und wieder einfügen kann. Das ist gerade bei dem Blutsystem ein ganz etabliertes Verfahren, dass man die hämatopoetischen Stammzellen, also die Blutstammzellen, dass man die in den Körper wieder einbringen kann. Und da ist sicherlich sehr viel Potenzial, wieder Funktion in die Stammzelle zurückzubringen. Aber dann stellt sich natürlich auch die Frage der Umgebung, des Milieus, der Umwelt sozusagen dieser Stammzelle in unserem Körper, die sich ja verändert mit dem Alterungsprozess. Also das ist durchaus noch etwas komplexer. Aber es hat sich auch ganz interessanterweise gezeigt, dass selbst bei einer Intervention, die wir so gut kennen, kalorische Restriktion, dass sich da bei klinischen Studien, sehr kontrollierten Studien, der Thymus wieder gebildet hat. Also da ist ganz großes Potenzial dabei, dass man selbst ohne diese Stammzelltherapie schon durchaus wieder Thymusfunktion herstellen kann durch ganz relativ einfache Intervention. Ja, einfach wenig essen. Ich glaube, es ist ein bisschen einfacher als all das. In der Tat. Wir sind jetzt also bei einem unheimlich komplexen Prozess. Zellen nehmen, Hautzellen zum Beispiel, zurückprogrammieren und dann dazu anregen, wieder ganz spezielle Zellen zu werden, die man braucht. Jetzt
der epigenetischen Reprogrammierung ja auch deswegen so wahnsinnig spannend, weil man versucht, das Ganze im Körper ablaufen zu lassen. Und da kann man das natürlich nicht so komplex wie in der Petrischale und auch so kontrolliert machen. Da muss man verhindern, dass die Zellen wieder zu Stammzellen werden. Denn wenn die das werden, also beispielsweise meine Leberzellen wieder zu Stammzellen werden, ich tue jetzt mal ganz viele Yamanaka-Faktoren in meine Leber, die werden alle wieder zu Stammzellen, dann bin ich sofort tot, weil meine Zellen natürlich keine Leberzellen mehr sind und all ihre Arbeit nicht mehr durchführen können. Das heißt, man versucht, diesen Verjüngungsprozess anzuhalten. Man versucht zu reprogrammieren und das dann zu stoppen. Und das ist immerhin bei Mäusen sehr gut gelungen. Da hat man die Zellen auf ein Alter von 25 Jahren, jetzt für uns Menschen gerechnet, zurückprogrammiert. Das musst du mal erklären. Ja, also man versucht das jetzt in wirklich einen lebenden Organismus zu übertragen, also anstatt, dass man einzelne Zelltypen herstellt, die Yamanaka-Faktoren in Labormäusen einzubringen und da zu aktivieren und dann diesen Verjüngungseffekt zu produzieren. Da gibt es eine sehr, sehr unterschiedliche Bandbreite an Ergebnissen. Es ist nämlich in der Tat so, wenn man das einfach so macht bei Mäusen, dann entwickeln sie sogenannte Teratomas. Das sind praktisch Vorläufer von Tumoren, die sich bilden in den Organen und dann stirbt die Maus. Also das ist keine Option, einfach nur so diese Yamanaka-Faktoren einfach zu aktivieren. Das ist ganz klar, das hat wirklich sehr unerwünschte Konsequenzen und davon versucht man jetzt überzugehen, die Yamanaka-Faktor so anzuwenden, dass sie diesen Verjüngungseffekt ohne diesen großen Proliferations-, diesen großen Zellteilungsprozess, der dann zu Tumorwachstum führen könnte, zu erzielen. Und das ist sehr aktive Forschung. Da gibt es Berichte darüber, dass das funktioniert hat. Und man versucht hier noch spezifischer jetzt zu sein als Yamanaka-Faktoren. Es gibt sehr viel Forschung in die Richtung, besser zu verstehen, was diese Yamanaka-Faktoren wirklich tun, was die nächsten Schritte in dieser ganzen Kette sind von Ereignissen, die ausgelöst werden, die getriggert werden durch die Yamanaka-Faktoren, um dann nur die zu nutzen, die wirklich für eine Verjüngung von Zellen sorgen und nicht mehr dieses ganze Risiko zu haben, der ganzen Zellteilung und dieser Stammzellgeneration und solchen Dingen, dass man die umschifft. Und das ist im Moment sehr, sehr aktuelle Forschung. Und da muss man sehen, was am Ende sich durchsetzt davon. Was ich schon sehr spannend fand, das ist natürlich für den Menschen undenkbar. Man hat Mäuse gezüchtet, das heißt, man hat die genetisch schon embryonal so programmiert, dass die auf Doxycyclin, also auf ein Breitbandantibiotikum reagieren. Und man hat ihnen auch die Gene für die drei Yamanaka-Faktoren, die nicht so unter Krebsverdacht stehen, die hat man ihnen per Virentaxi, sage ich jetzt mal, ins Genom, in die DNA geschleust. Das heißt, man hat die dann als die, was weiß ich, für unsere Verhältnisse als Mensch, als die, sagen wir mal, 70 waren, dann hat man mit Doxycyclin ins Trinkwasser, also man hat denen dieses Breitbandantibiotikum ins Trinkwasser gegeben und damit konnte man die Yamanaka-Faktoren wieder abstellen, die man vorher mit Viren in deren Genom getan hat. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, hat aber funktioniert. Okay? Man konnte das dann 2 Wochen einwirken lassen, diese Faktoren, und dann wieder abstellen und dann waren bestimmte Organe 30 Jahre jünger. Ja, also das sind Verfahren, die man bei Labormäusen verwendet, die man da anwenden kann. Das sind Verfahren, die man bei Menschen so nicht anwenden kann, aber für die Forschung natürlich sehr interessant. Also das ist natürlich in einem Forschungsstatus, in dem das natürlich sehr faszinierende Erkenntnisse sind. Die Verjüngung wird mit diesen Alternsuhren, über die wir ja schon gesprochen hatten, gemessen. Also dass es da wieder eine Veränderung, ein Resetting gibt. Das ist natürlich sehr interessant, dass das auch funktioniert bei den Labortieren. Und hier das Breitbandantibiotikum, das man anwendet, das hat einfach damit zu tun, dass man damit bestimmte Aktivierungsziele, die man praktisch sich aufbaut durch eine
molekularen Baukasten, dass man da ganz spezifisch dann kontrollieren kann, wann ein Gen an und aus ist. Damit hat das zu tun. Also dadurch kann man eben bei diesen Mäusen ganz kontrolliert diese Yamanaka-Faktoren wirken lassen und dann eben wieder abschalten, weil natürlich man will nicht diese langfristigen Effekte davon haben. Und das wird jetzt sehr interessant sein, ob das so sich anwenden lässt, was die Langzeitfolgen davon sind, wie langfristig die Mäuse damit umgehen, wie langfristig diese Organfunktion auch wieder verbessert werden kann. Das sind alles sehr interessante Dinge und wie man dann auch vielleicht noch spezifischer sein kann als wirklich diese relativ breit wirkenden Yamanaka-Faktoren. Das wird sicherlich sehr spannende neue Ergebnisse in den nächsten Jahren geben. Mit den Augennerven bei Mäusen hat das ja funktioniert. Dann hat man diese Taxis, ich sage jetzt mal Virentaxis mit den drei Yamanaka-Faktoren ins Ganglion, in die Augennerven von den Mäusen, die ein Glaukom hatten und deshalb nicht mehr sehen konnten, reintransportiert, hat das wirken lassen. Die konnten eigentlich nicht mehr sehen und nach einer gewissen Zeit der Einwirkung mit Doxycyclin wieder abgeschaltet und dann konnten sie wieder sehen. Das war schon spektakulär. Das ist natürlich spektakulär, wenn so etwas gerade bei so ausdifferenzierten Zellen wie Zellen in den Augen passiert und dass man da wirklich schwer degenerative Augenerkrankungen damit therapieren kann. Ein ganz interessantes Ergebnis, was derzeit jetzt auch versucht wird, wirklich dann klinisch umzusetzen, ob man das wirklich als Anwendung bei Menschen nutzen kann. Das wird derzeit erforscht. Es ist natürlich ganz interessant, wenn wirklich diese Reprogrammierung wirklich funktioniert in Zellen, die ihre Funktionen praktisch gerade noch so ausführen können, aber dann eben in sehr viel verbesserter Funktion wieder gewinnen. Also das ist natürlich sehr interessant, weil man dadurch auch nicht wieder neues Zellwachstum benötigt, sondern schon die ausdifferenzierten Sehzellen praktisch hat. Also sehr vielversprechend natürlich und das wird sehr, sehr spannend, was sich daraus dann wirklich umsetzen lässt. Ja, und es ist ja, nehme ich mal an, Altos Labs, das ist die Company, die mit 3 Milliarden Dollar finanziert ist, um an Verjüngungstherapien zu arbeiten, wo die Wissenschaftler aus der ganzen Welt zu wirklich sensationellen Honoraren abgeworben worden sind. Weißt du eigentlich etwas darüber, woran die in Sachen epigenetischer Reprogrammierung genau arbeiten? Also nichts Genaues weiß man nicht natürlich, was ist natürlich eine Firma, aber die Strategie ist ziemlich klar. Die Strategie ist im Prinzip, im lebenden Tier diese Reprogrammierung auszuführen, die partielle Reprogrammierung. Da haben die auch wirklich Koryphäen in dem Feld angeworben, genau um das zu machen. Und das ist das Hauptziel, das hier erstmal verfolgt wird und natürlich wirklich interessant, weil es hier wirklich direkte klinische Umsetzbarkeit gibt. Und das andere, ein anderer Fokus, der im Prinzip da sehr gut dazu passt, sind diese Alternsuhren. Also da ist auch der ursprüngliche Entdecker von diesen Alternsuhren, Steve Horvath, ist ja angeworben worden von Altos Labs. Und diese Kombination ist sicher auch sehr sinnvoll, weil man natürlich die Alternsuhren braucht, um die Effizienz dieser Reprogrammierung dann auch im Tier wirklich beweisen zu können und messbar machen zu können. Also das sind so die zwei Hauptstoßrichtungen, in die das geht bei Altos Labs. Und da wirklich die Koryphäen in diesem Feld da angeworben worden sind, gehe ich auch davon aus, dass da wirklich interessante Sachen rauskommen werden. Ja, Yamanaka selber ist ja dabei und auch Belmonte, der ja einer der Superstars ist in dieser epigenetischen Reprogrammierung. Ich habe, als ich in der Bay Area etliche Startups besuchen durfte, auch das Startup Turn Bio besucht. Vittorio Sebastiano ist der wissenschaftliche Chef, ist ja auch in Stanford so ein Professor, der wirklich ganz renommiert ist. Und die haben eine andere Methode, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Die haben gesagt, nee, wir bringen jetzt keine Viren in die Zellen, die dann als Gentaxis die Gene für die Steuerung, also die OSKM-Faktoren in das Genom einbauen, sondern wir bringen nur die mRNA für diese Faktoren rein, sodass die Zellen die Faktoren zwar produzieren, wie bei der Covid-Impfung, aber diese mRNA baut sich ja ganz schnell wieder ab. Und von daher hat man diesen Ausschalter automatisch. Also das kann gar nicht zu einer dauerhaften Rückprogrammierung kommen. Was hältst du von so einer Idee?
Ja, das ist eine durchweg gute Idee, denn durch mRNA, genau wie du sagst, kann man eben nur vorübergehend die entsprechenden Faktoren produzieren lassen in den Zellen. Und die mRNA-Technologie, die hat ja riesige Fortschritte gemacht. Das Verfahren, das für die Stammzellreprogrammierung anzuwenden, war eigentlich auch so Gründungsgedanken von vielen Firmen, die da ganz am Anfang mit beim Start waren, von der mRNA-Technologie. Und das heißt, das Konzept, das ist eigentlich schon einige Jahre alt, das wirklich durch mRNAs zu machen, aber das auszureifen, damit man auch genau die einerseits effizient reinbringt, weil mRNA so instabil, dass die normale mRNA, die würde einfach sofort abgebaut werden, wenn man die irgendwo einspritzt in Mensch oder Tier. Und deswegen braucht man so ein paar chemische Tricks, dass sie stabil genug ist, um wirklich in der Zelle anzukommen, aber dann eben auch nicht so stabil, dass sie für ewig da bleibt. Und deswegen ist das natürlich ein sehr interessantes Verfahren. Letzter Punkt, hattest du vorhin schon angedeutet, dass man eben chemische, kleine Moleküle nennt man die, chemische Wirkstoffe sucht, die eben durch die Yamanaka-Faktoren gebildet oder angetriggert werden, um zu verjüngen. Und da hat David Sinclair letztes Jahr mit einer Veröffentlichung mal wieder für eine Sensation gesorgt, indem er gesagt hat, ich habe 6 Wirkstoffe aufgespürt, die das können. Man braucht die Yamanaka-Faktoren gar nicht mehr und dazu gehört die ganz normale Buttersäure. Und dann hat er da einen ayurvedischen Wirkstoff reingetan, aber auch ein Medikament gegen manisch-depressive Zustände. Und diese 6 Faktoren sollten nun beim Reprogrammieren helfen. Was denkst du darüber? Ja, da muss man natürlich jetzt mal abwarten, wie effizient dieses Verfahren ist, wie auch reproduzierbar das Verfahren ist. Das bleibt sicherlich abzuwarten. Es gab da auch schon in der Vergangenheit so Ideen, dass man durch bestimmte Säuren und Stressfaktoren eine Reprogrammierung hinkriegt. Das hat sich dann nicht wirklich als robust herausgestellt. Also da wäre ich jetzt erstmal ein bisschen zurückhaltend und würde erstmal abwarten, wie reproduzierbar das ist. Aber im Grunde genommen ist es natürlich ein sehr wichtiges Vorhaben, jetzt zu schauen, kann man auch statt wirklich die Gene zu nutzen, die therapeutisch in der Anwendung doch sehr kompliziert sind, aufgrund einfach, wie kann ich sie einbringen? Also wir hatten von den Mäusen gesprochen, wo dann mit Viren DNA eingebracht wird. Das ist bei Menschen alles viel, viel komplizierter. Wir haben nämlich ein Immunsystem. Da werden normalerweise Mäuse genommen, die keine Immunabwehr gegen solche Viren haben. Also alles sehr viel komplizierter. Und deswegen ist es natürlich ein sehr guter Ansatz, jetzt zu sagen, können wir das auch einfach mit Molekülen ersetzen? Können wir die gleichen Effekte erzeugen, indem wir kleine Moleküle, pharmakologische Moleküle einbringen? Das ist natürlich sehr, sehr spannend, wenn das gelingt, weil die kann man auch sehr viel besser dosieren. Da gibt es keine Immunabwehren dagegen. Und deswegen sind diese Verfahren natürlich sehr, sehr erstrebenswert, und um wirklich Therapeutika daraus zu generieren. Also ganz grundsätzlich ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Ja, du bist ja so tief in der ganzen Thematik drin. Meinst du, dass noch zu deiner Lebenszeit eine partielle epigenetische Reprogrammierung für dich persönlich interessant werden könnte? Immer schwierig, in die Zukunft zu schauen, ja. Aber grundsätzlich sollte dem nichts entgegenstehen. Wenn jetzt wirklich intensiv daran geforscht wird, es ist immer eine gute Idee, dass eine Firma wie Altos Labs mit viel Finanzierung dahinter sowas sich zum Thema gemacht hat. Ich glaube, wir brauchen sehr, sehr viele Investitionen. Wir wissen nicht, ob die Reprogrammierung wirklich am Ende eine umfassende Therapie darstellen kann. Das ist nicht bekannt derzeit. Es sind sehr viele interessante Forschungsergebnisse, die uns auch ganz klar helfen, das besser zu verstehen. Aber wir wissen nicht, was ist wirklich das klinische Potenzial davon. Deswegen müssen wir auch breit forschen. Wir sollten uns nicht nur jetzt die Scheuklappen aufsetzen und nur in eine Richtung gehen. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir breit forschen. Wir verstehen immer nur erst die Spitze des Eisberges der Biologie des Alterns. Deswegen, wir brauchen mehr Forschung, mehr alternative Strategien, um dann wirklich erfolgreich sein zu können. Ja, da muss ich natürlich fragen, seid ihr am CCAT an einer dieser Forschungslinien dran? Ja, wir sind am CCAT sehr, sehr breit aufgestellt, in sehr vielen verschiedenen Forschungsrichtungen. Bei mir im Institut geht es darum zu erforschen, wie können wir DNA-Reparatur verbessern. Wir bahnbrechen neue Ergebnisse, die natürlich dann wirklich ursprünglich ansetzen, noch ursprünglicher
als die Reprogrammierung, wirklich das, die Stabilität des Genoms wiederherstellen. Da sind wir dran. Wir haben am CIRCAD auch breite Forschung, was zum Beispiel die Funktion von Mitochondrien angeht, was die Funktion von der Stabilität von Proteinen angeht, was das Immunsystem angeht, dass die Entzündungsreaktion im Altern, ein ganz, ganz breites Feld, wo wir als Biologen zusammen mit unseren medizinischen Kollegen dran arbeiten. Kann man die DNA-Reparaturmechanismen, die ihr bei euch jetzt erforscht, kann man die anschaulich erklären? Dann würde ich nämlich vorschlagen, wir haben das Thema für den nächsten Podcast. Sehr gerne, das ist nämlich ein wirklich ganz, ganz interessantes Thema. Wir haben ja die DNA in allen unseren Zellen. Und die DNA enthält sämtliche Informationen darüber, wie eine Zelle gebaut wird, wie sie funktioniert. Und die DNA kann aber nicht ersetzt werden, denn sie ist der Ursprung, die Information all dessen, was wir sind. Und deswegen muss die DNA ständig repariert werden, denn sie wird ständig angegriffen von inneren und äußeren Einflüssen. Und mit dem Alter nehmen diese Schäden in der DNA zu. Die Zellen können nicht mehr funktionieren. Zellen sterben ab, wenn sie zu viele Schäden in der DNA haben, oder sie werden alt, sie werden zu senescenten Zellen, also Zellen, die gar nichts mehr tun können, die nicht mehr teilen können. Und ganz grundlegend, wenn wir die DNA-Reparatur verbessern, können wir dadurch das Genom schützen und damit wirklich einen ursächlichen Faktor des Alterns therapeutisch angreifen in der Zukunft. Ja, damit haben wir das Thema für den nächsten Podcast. Wie geht das? Was erforscht ihr da? Vielen Dank, die Einladung steht. Sehr gerne. Aber jetzt erstmal ein herzliches Dankeschön. Ja, absolut. Jetzt erstmal ein herzliches Dankeschön an Professor Björn Schumacher vom CIRCAD in Köln. Danke, toll. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Weitere Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du etwas in dieser Folge gelernt hast und diesen Podcast unterstützen möchtest, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Damit hilfst du mir und anderen Zuhörern, dass dieser Podcast und seine Inhalte leichter gefunden werden. Besuch mich auch auf meinen anderen Kanälen bei Instagram, TikTok, Facebook oder YouTube. Ich freue mich immer über Feedback und weitere Fragen von dir. Alles wird gut, aber nicht von alleine.